Ja, es geht in der Oper Die Nase um eine Nase, die sich aus dem Gesicht eines Mannes entfernt und dann als Politiker Karriere macht. Das ist die Handlung der Oper. Das ist relativ unwahrscheinlich und auch sonst sehr schwer zu begreifen. Ja, also das Unbegreiflichste ist aber, dass es tatsächlich Komponisten gibt, die aus diesem Stoff dann eine ganze Oper machen und dass es Opernhäuser gibt, die bereit sind, diese Oper dann auf die Bühne zu bringen. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Weil also erstens, das hat, soweit ich sehen kann, überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen und zweitens auch sonst gar keinen Mehrwert. Allerdings, man muss vielleicht sagen, es gibt solche Dinge, die kommen vor. Nicht oft, aber es gibt sie.